Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier gerade in Dr. Brysons Labor im Leviathan DLC, wie ich vorhin erfahren habe. Also vorhin im letzten Part erfahren habe. Und wir sind hier gerade auf der Suche nach CSI Citadel. Der Turianer, 17. August 2185. Der Turianer, eine auf Heros entdeckte Lebensform ermöglicht, faszinierenden Einblick in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichem, intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbare Bahnen entwickelt. Der Turianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie benutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu überleben. Der Turianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger benutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Okay. Ein komischer Kurs, da ist ein Bild. Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Dumme Sovereign. Das scheinen verschlüsselte Daten über die Aktivität der Reaper-Flotte zu sein. Halten Sie das für relevant? Möglich, aber das lässt sich ohne mehr Daten nicht sagen. Und? Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. Ja, das wird das Bild sein. Das Bild von seinem Kind. Was bedeutet das? Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Okay, ich habe es eigentlich gerechnet, dass das so funktioniert. Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Ich werde das Skelett angucken. Monster von Loch Ness. Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Nicht existent, okay. In der Nähe seines Herzens. Okay. Ich habe es ehrlich gesagt an das Bild gedacht. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Achso, das andere Bild. Ach, hier ist sogar anders. Sieh sich das einer an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Dann mach das. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Dummes Sovereign. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Okay. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Gano gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Wird gerade erledigt. Und schon wieder gelevelt. Reaper-Aktivitäten. Filter hinzufügen. Hinter noch was? Nee. Schreien wir nochmal durch. Das ist nervig. Was ist denn das? Ist das ein Husk?
an die Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Okay. Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen. Laut den Suchergebnissen muss Garneau in einem dieser 5 Systeme sein. Okay. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Alien-Sichtungen. Drei Systeme? Reaper-Aktivität? Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Garneau. Verschwörungstheoretiker. Gut. Achievement erhalten. So, dann sind wir hier fertig mit Dr. Brysons Labor. Komm, einmal noch. Oh, hier ist auch noch was. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Natürlich. Gut, dann haben wir den auch noch. Und man konnte doch durch übrigens. Man sieht das von der anderen Seite noch nicht. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles erkundet. Alles mitgenommen, was wir finden konnten. Das heißt, wir sind hier jetzt fertig und können nochmal zurück. Vielleicht können wir nochmal zurückreisen und uns anschreien lassen, aber ich bin mir nicht sicher. Prisons und Towers, Bar Purgatory. Zu dem Extra-Deck können wir nicht mehr, okay. Wir müssen zum... Wo müssen wir denn hin? Zu den Citadel-Bezirken müssen wir, glaube ich, nochmal, um mit Commander Bailey zu reden. Also nicht Citadel, zu dem Ratssektor? Oder in ihren Sektor sind nicht. Wie heißt denn das? Zu den Botschaften? Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie Citadel-Botschaften, da waren wir. Moment mal. Hat sie auch die Namen, die ich noch reden kann, man Bell auch reden. Kurz mal gucken. Logbuch. Leviathan Priorität. Hat einen Kriegsflügel an. Okay. Von des ersten Regiments. Ja, das wollen wir machen. Benning. Ich glaube, wir müssen auf den Planet Benning dafür. Das ist nicht eine Person, mit der wir reden sollen. Hallo, Hanna. Botschaft der Menschen. Zu einer Botschaft kann ich wahrscheinlich nicht. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte etwas Wichtiges sehen. Ich denke, Odina will nicht mit uns reden. Ja. Dann reden wir mit Commander Bailey. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Wie stabil ist sie? Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Ich will sie sehen. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Uhu, jetzt darf ich gleich wieder runtergehen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Vorbild, warum auch immer Vorbild? Odina.
Vielleicht will der das für die Turianer haben. Der Rat. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie in Wirklichkeit gleich. Ich habe diesen Satz immer gehasst. Fatalismus. Nichts, was man anstreben sollte. Wenn uns nichts einfällt, wird später vielleicht auf einem Massengrab mit 11 Milliarden Opfern stehen. Ich weiß, was ich tun werde. Was werden Sie tun? Die Menschheit wird gefürchtet und geliebt. Hoffentlich hilft uns das jetzt. Ich versuche von möglichst vielen Welten Finanzhilfen, Leute und bewaffnete Schiffe zu kriegen. Ich führe in den Kolonien die Militärpflicht ein, bewaffne alle zivilen Schiffe und lasse ohne Pause an dem Proteanergerät arbeiten. Das ist doch schön. Aber es beim Rad, Erde. Was Neues von der Erde? Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Einfluss beim Rat. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Eschiel, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Anderson wäre stolz, sofern sie liefern kann. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Persönliche Situation? Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Okay, gut. Er will das also nicht haben. Ich weiß nicht, wen ich dieses turianische Artefakt geben soll. Weil Garrus will es ja auch nicht haben. Du vielleicht? Nein. Dann wird ja auch markiert werden. Terminal. Da ist irgendein Terminal, aber ich weiß nicht wo. Bin ich eigentlich dumm dafür? Slow Motion laufen oder was? Wo ist hier ein Terminal? Das ist doch hier unten, oder? 4 Botschaftsbüros. Büroetage, Terminal. Das hier ist es nicht. Das ist es nicht. Da ist die Büroetage, aber hier kann ich nichts machen. Das heißt, hier soll irgendwo ein Terminal sein, auf das ich nicht zugreifen kann oder was? Vielleicht da Wiener? Da oben vielleicht? Ich bin überfordert mit der Situation.
Weil das hier ist ja was anderes. Jetzt hier gehe ich ja zu Büro Ratsmitglied der Erde. Commander, Herr Commander Berlin, der Bezirksbüro der Zitter der Sicherheit. Und dann haben wir noch das Bezirksbüro für Spectre-Ausrüstung. Und hier irgendwo in diesem Bereich muss dann das Terminal stehen, mit dem ich sprechen kann. Das stimmt, ist es gar nicht. Okay. Verstehe ich nicht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt auf dieses Teil hier wetten, aber wie gesagt, ich kann nichts machen. Dr. Mitchell, Thane, Kaidan, Purgatory ist Aria und James. Da haben wir Jonas Sedaris und Liara noch. Und in den Docks im Wartebereich ist Dana, Vosk und Garrus. Okay, keine Ahnung. Gehen wir erstmal nach... Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Da ist es. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, weil das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, wirklich. Okay. Hast du schon entschieden, wie du es ihm sagst? Keine Ahnung. Eine SMS ist so unpersönlich. Er riskiert dort sein Leben. Ja, er verdient mehr als das. Ich könnte etwas aufzeichnen, aber ich hasse Videonachrichten. Ich werde dabei immer so nervös. Vielleicht schreibst du was auf. Oder ich versuche, ihn über Bildtelefon zu erreichen. Dann kann ich es ihm persönlich sagen. Die Börse mit dem Typen Schluss machen. Und mit einer Asari durchbrennen. Eine Asari. Warte mal, was sollen wir eigentlich mit diesem komischen Hanar-Typen machen? Der salienische Spectre-Jodo vermutet, dass ein Mitglied der diplomatischen Belegschaft der Hanar indoktriniert ist. Finden Sie Beweise gegen die Hanar in den Präsidiumsbotschaften. Vielleicht muss ich nochmal zu dem Spectre-Scheiß gehen. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Danke. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Drohen Sie mir nicht. Sparen Sie sich die Drohungen, Sedaris. Ich schmeiß Sie zu meinen Opfern in Ihre Särge. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Thane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Abtrünniger 2. Und jetzt? Kann ich jetzt nur mit Aria reden oder was? Gucken wir mal kurz. Thane. Ne, ich kann auch mit Thane reden. Gut, dann reden wir mit Thane. Ich guck nochmal ganz kurz in die Präsidium, in die Botschaften und suche nach dem Terminal, weil das müssen wir irgendwo finden. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich.
Einen Moment, bitte. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ich habe irgendwas gegen die Dings freigegeben, gegen die Hanna, ne? Nee, Spektrum wollte ich gerade nicht. Ist ja falsch. Warum der Nahbot schon aktiviert? Punkte von Konsolen oder Zugangspunkten mit relevanten Daten werden auf so Universal markiert. Aber das sind sie nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwas verbuggt ist oder ob ich es einfach scheiße angehe. Willkommen zurück in der Menschenbotschaft, Commander Shepard. Das war's. Das hilft mir nicht weiter, okay. Botschaft der Menschen. Kenn ich zu anderen Botschaften gehen? Logbuch. Der Salarianische Spekter Jordan Bau vermutet, dass ein Mitglied der diplomatischen Belegschaft der Hanna indoktriniert ist. Finden Sie Beweise gegen die Hanna in den Präsidiumsbotschaften. Aber wo? Das ist die Frage. Kazumi hilft mir auch nicht weiter, die wollte ja auch mitkommen. Kann ich hier was anklicken? Außer Commander Bailey. Oder hier vorne. Irgendein Terminal. Zum Glück werden die nicht gerendert, nur der eine. Oder vielleicht muss ich irgendwann später wiederkommen. Ich gucke nochmal kurz hier rein und ansonsten bin ich echt überfragt. Es würde gar keinen Sinn machen, wenn das hier ist, weil was hat Undina mit dem zu tun? Sieht aber schön aus. Da fliegt definitiv irgendwas in der Luft. Ist das vielleicht das Terminal, was wir anklicken sollen? Hm. Keine Ahnung. Du bist auch kein Terminal, ne? Nein. Hier kann ich nicht reingehen. Warum eigentlich nicht? Hier sieht es aus, als wäre hier eine Tür, aber hier ist ja keine Tür. Oh, das könnte vielleicht. Nee. Das gibt alles gar keinen Sinn, ne. Null. Okay, überfragt, keine Ahnung. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivile. Lyon ist, glaube ich, in Frankreich. Frachtraum, dahin. Was ist mit den zugesagten Lebensmitteln? Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Dann töten Sie sie. Ich verstehe. Ich lasse Sedaris frei, Sie erledigen sie und übernehmen die Führung. Was? Was meinen Sie? Brillant. Das bringt Ihnen Arias vollen Respekt. Ja. Sie durchschauen mich.
und dann mache ich den Deal mit Arya, richtig? Ja. Genau. Sie hatten das alles so geplant. Genau. Genau. Das ist der Plan. Sedaris kommt frei, kann die frische Luft aber nicht lange genießen. Guter Mann. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Welches? Das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Was verschweigen Sie mir? Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Aryas Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, Sie wissen ja, wie wir... Ich werde nicht für Sie töten, mein guter Freund. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Kann ich ihn hier was töten? Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Das mache ich aber auch ja, immer. Er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Okay, das heißt, hier sind wir jetzt fertig. Wir können mit Garrus reden anscheinend. Oder er wird mir noch markiert als wichtige Person. Okay, nee. Okay, was müssen wir jetzt machen? Sie haben mit Sedaris Stellvertreter gesprochen. Was haben Sie vor, Shepard? Lassen Sie Sedaris sofort frei. Sie stellt keine Bedrohung dar. Ich will es gar nicht genau wissen, aber ich vertraue Ihnen. Ich lasse Sie noch heute frei. Hoffentlich bereuen Sie das nicht. Okay, habe ich das geschafft? Bar Purgatory, Präsidiumsunterhaus. Habe ich noch was zu tun eigentlich? Kurz mal gucken. Citadel, Arya Blue Suns. Finde sie einen Weg mit dem... Okay, wo ist der Typ? Keine Ahnung. Benning, anderer Planet. Citadel, Verwendung dafür hat, keinen gefunden. Sieh sie für die Kriegsbemühungen, kehren sie zu Balafon zurück. Mache ich. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Da habe ich noch kein Ding, da habe ich auch noch kein Ding. Eden Prime. Das habe ich eigentlich gemacht, aber okay. Also sind wir jetzt eigentlich fertig. Achso, es gibt hier auf der Citadel noch den einen Typen. Doch, der General Oraka ist bei Gericht. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Dann hoffe ich, es hat gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.